Sidereal oder Cosmic oder doch Tropical Human Design? Das ist die Frage, die ich heute aus meiner Sicht beantworten werde. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christina Maywald und ich möchte dir heute eben meine Meinung zu dieser Thematik sagen. Ich habe vor kurzem in einer Scannergruppe auf Facebook das erste Mal von einem sogenannten Sidereal Human Design erfahren. Und das war für mich so irgendwie so, was ist das jetzt schon wieder? Und habe mich dann bei Tante Google auf die Suche gemacht und bin fündig geworden letztendlich. Noch eins, es gab mal einen jungen Mann, mit dem habe ich viel hin und her geschrieben, per E-Mail, und der hat eben mir Löcher in den Bauch gefragt, um dann festzustellen, ja, aber das sind die falschen Grundlagen, mit denen ihr da rechnet, und das ist ja alles Quatsch und das stimmt alles nicht. Und dann gemeint, okay, dann such dir jemanden, der dir das gibt, was du willst. Bei mir kriegst du das sicher nicht. Und jetzt kommt das wieder, und also ich wusste es nicht von Anfang an, dass es um diese Dinge geht. Aber als ich dann fündig wurde, war mir klar, okay, das ist jetzt genau das Thema von dem damals. Und zwar, was ist jetzt wirklich der Unterschied? Der Unterschied ist, es geht um die astrologischen Grundlagen, nach denen die definierten Tore berechnet werden. Du weißt ja in Human Design, Zeitpunkt der Geburt und circa 88 Sonnentage vorher wird angeschaut, wie die Planeten stehen und wie die jetzt dann eben die Hexagramme definieren. Und da gibt es mehrere Grundlagen, also jetzt vom Astrologischen her schon. Das heißt, jeder Astrologe wird den Begriff sowieso schon kennen, weil es eben aus der Astrologie kommt. Dadurch, dass ich nie mich mit astrologischen Dingen beschäftigt habe, außer mir mal ein Horoskop machen lassen, war das für mich so ganz irgendwas, was noch nie gehört. Das heißt, es geht darum, wie wird der Stand der Planeten zum Zeitpunkt der Geburt berechnet? Und da definiert sich oder orientiert sich tropikal an Sonne und Erde. Also das ist das, was wir kennen, also was ich kenne, was mit dem ich arbeite, nennt sich eben tropikal. Und diese Berechnungsmethode orientiert sich an Sonne und Erde, an diesem Bezug zwischen Sonne und Erde und wie da jetzt die Planeten dazu stehen. Und bei dem Sidereal orientieren sie sich an Sternbildern. Das heißt, falls du dich schon einmal mit Astrologie beschäftigt hast, wirst du das eh schon kennen. Für alle anderen, und ich nehme an, das sind viele, weil mir hat es wirklich auch nichts gesagt. Also, Tropical ist das, was wir verwenden im klassischen Human Design und auch in 64 Keys. Und was ich auch im Internet gefunden habe, dass es angeblich auch sogar Ra einmal dezidiert gesagt hat, dass eben die Stimme auch ihm gesagt hat, er soll sich an der Tropical-Methode der astrologischen Berechnung halten, nach dem halten und an dem richten. Und jetzt kommen eben immer mehr auf den Markt, die dieses Sidereal anbieten und propagieren und überhaupt. Ich kann jetzt nicht sagen, was grundsätzlich oder generell richtig ist, weil eben ich kenne mich mit astrologischen Details jetzt nicht wirklich aus. Aber ich kann mir beides anschauen und das habe ich auch getan. Für mich war irgendwie so, ich werde nach meiner Strategie und Autorität entscheiden, nicht wirklich, weil ich eben jetzt nicht so klassisch bewandert bin. Aber ich habe einfach dann letztendlich gehört auf das, was mein Generator sagt, was meine körpereigene Intuition sagt und auch mein Herz sagt. Was es sagt, erfährst du am Schluss. Ich zeige dir zuerst die ganzen Methoden. Und zwar, na dann, gehen wir es an. Also ich habe nach Sidereal gesucht und bin dann auf Cosmic Human Design gestoßen. Und ja, beim Googlen war das das Erste, was mich angesprungen ist. Darum habe ich es mir angeschaut.
Und in meinem Fall käme dann das heraus. Das heißt, ich wäre ein emotionaler Manifestor oder eben aus unserer Sicht Umsetzer. Punkt. Mit keinem weiteren sonstigen definierten Zentrum. Ich habe dir hier auch noch reingeschrieben, auf www.cosmichumandesign.com findest du das und kannst du dir das auch ausrechnen und ausdrucken lassen. Also das jetzt mal Fakt, ich habe dort meine Kursdaten eingegeben und das kam raus und ich saß da und so. Bäh. Aber ich will nicht vorgreifen, schauen wir weiter. Dann habe ich mir eben die Mühe gemacht und habe mir die Tore, also überhaupt die Definitionen Tore und Linien rausgesucht von diesem Cosmic Human Design und habe daneben meine gestellt. Und es gibt kein einziges Tor in diesem Cosmic Human Design, was auch im richtigen Human Design Chart drinnen ist. Also ich habe ein einziges meiner bisher mir bekannten Tore definiert. Ich habe es extra rausgesucht, ich bin extra durchgegangen. Kein einziges. Also das nur, ich lese dir das jetzt nicht alles vor und so. Es geht einfach nur darum, es ist kein einziges mir bekanntes Tor in diesem Cosmic Human Design Chart drinnen definiert. Eins habe ich gefunden, was passen könnte, nämlich dort wäre ich Profil 1.3 und das könnte auch erklären, warum ich es mir überhaupt angeschaut habe, weil bei 1.3 geht es um Grundlagen und dann selbst ausprobieren. Das heißt, ich habe die Grundlagen gesucht, habe selbst ausprobiert, aber das ist jetzt, das wäre das Einzige, was ich wirklich sage, okay, das könnte passen, nur ich bin ja sowieso Profil 4.6, also das ist jetzt ein richtiges Jahr, sag ich mal. Ich bin Profil 4.6, das heißt, das ist ja im Prinzip eine andere Frequenz von 1.3. Also von daher, ich habe diese Veranlagung ja sowieso, dass ich, wenn mich etwas wirklich interessiert oder mich etwas nervt, dass ich dem dann auf den Grund gehe. Das heißt aber, das wäre das Einzige gewesen. Also das Profil ist anders. Der Typ ist anders, das Profil ist anders. Die komplette Veranlagung ist anders. Also du siehst hier ja, ich habe im normalen Human Design habe ich das Emotionalzentrum offen und dort habe ich es definiert und mit dem direkten Bezug zur Kehle. Also das ist jetzt für mich so undenkbar und überhaupt egal. Ich habe dann noch weitergesucht, bin dann wirklich zu Sidereal Human Design gekommen. Diesen Ausdruck gibt es bei Genetic Matrix, allerdings nur in der Pro-Mitgliedschaft. Was ich mir jetzt gegönnt habe, weil ich kann es ja sofort wieder stornieren. Das heißt, ich habe mir jetzt mal für einen Monat diese Pro-Mitgliedschaft gegönnt bei Genetic Matrix. Das ist ein Programm, mit dem auch viele arbeiten, speziell in einer bestimmten Richtung, arbeiten alle mit dem. Und da war es dann noch spannender, weil da kam wieder was anderes raus. Also da wäre ich jetzt nicht emotional definierter Manifestor oder eben Initiator, sondern hier wäre ich jetzt Ego-Projektor. Also ich hätte nur diesen Kanal 5125 und sonst nichts. Aber wieder zwei Definitionen und sonst offene Zentren. Und ich habe dann geschaut, weil ich habe auf der Seite, wo ich eben dann gefunden habe, dass es bei Genetic Matrix gibt, die hat dazu geschrieben gehabt, Lahiri oder so irgendwie, hat sie eingegeben. Das heißt, das hatte ich dann auch eingegeben. Und dann bin ich draufgekommen, da gibt es noch andere. Und ich habe dann unter Galaktik, Äquatorien, also jetzt vom Äquator her, habe ich dann das gefunden, was auch der bei Basic, mit Basic, bei Cosmic, was ich gerade gezeigt habe, hat. Also, dieses Äquator ist eben, habe ich mal gedacht, könnte so tropisch hinkommen und überhaupt. Und der hat eben auch diese Berechnung vom Äquator ausgenommen. Also, das war jetzt dann meine Überlegung. Das klingt nach Äquator und Äquator und überhaupt.
arbeiten auch mit Äquator. Darum habe ich dann eben das auch eingegeben. Das heißt, du siehst hier, ich habe jetzt hier bei Genetik Matrix mehrere unterschiedliche Guards rausbekommen. Und so schaut meins jetzt bei Genetik Matrix aus. Also du siehst auch hier jetzt, es ist total anders. Und weil ich gesagt habe, es gibt mehr, also hier habe ich mal wieder die Tore rausgesucht, da finde ich wenigstens ein, zwei, die ich auch wirklich definiert habe. Und dann habe ich mir eben noch angeschaut, unterschiedliche, was kann ich auswählen? Also hier hast du jetzt diese ganzen Berechnungsmethoden für die grundlegende astrologische Auswertung. Also nur, dass du siehst, also ich habe jetzt hier, Lahiri war das erste, was ich genommen habe, und dass das dann im zweiten und im dritten blau hinterlegt ist, war immer das letzte vom vorigen. Also das heißt, diese sind zweieinhalb von diesen Anzeigeseiten mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten. Also wenn du dich mit Astrologie beschäftigt hast und damit verschiedenen Berechnungsmethoden schon gearbeitet hast, da findest du, glaube ich, alles, was dein Herz begehrt. Und eben für alle, die davon ausgehen, dass ihr Chart nicht stimmt, ist das sicher eine gute Methode, um sich ihr eigenes Chart schön zu reden, beziehungsweise dann ein anderes sich auszusuchen und so lang rumzuprobieren, bis sie ein Chart finden, wo sie sagen, ja, das gefällt mir jetzt. Und optimal eben für jene, die ein Problem mit der üblichen Berechnungsvariante der Astrologie haben und eben selbst astrologisch schon mit anderen Berechnungsvarianten gearbeitet haben oder arbeiten wollen. Die können sich hier dann ihr Chart ausdrucken lassen. Und mein abschließendes Resümee, also ich halte jetzt nicht mal nichts davon. Ich kann es auch begründen. Und zwar ganz einfach. Als ich Human Design kennenlernte, war es mich irgendwie förmlich angesprungen. Und ich habe mich in zahlreichen Bereichen wiedergefunden. Und das jetzt finde ich nur gruselig. Also beide Arten, egal ob Cosmic oder Sidereal, ich halt finde beide Auswertungen in meiner Situation auf mich bezogen einfach gruselig. Ich habe noch eine Begründung, und zwar, also logische Erklärung und Begründung. Ich lebe seit 2008 allein. Also du erinnerst dich, ich bin Generator bzw. Umsetzer im klassischen Human Design. Das heißt, ich bin sakral definiert. In diesen beiden Auswertungen bin ich sakral, wäre ich sakral offen. Das heißt, ich wäre öfter müde, ich bräuchte mehr Pausen, ich hätte jetzt nicht die Energie, um jetzt, weiß ich nicht, wie lange durchzumachen. Und es wäre jetzt nicht so, dass ich auch mal, wenn ich jetzt wirklich an der Arbeit sitze, fallweise auch die Zeit vergesse und um 3, 4, 5 in der Früh schlafen gehe, ohne irgendwelche bleibenden Schäden. Das heißt, das ist so typisch für Generator. Und ich lebe jetzt eben seit 2008 alleine, das heißt, ich habe keinen Menschen neben mir, der diese Generatorkraft mitbringt und von der ich naschen könnte. Ich lebe allein. Von daher, wenn ich diese Generatorkraft nicht selbst hätte, dann hätte ich wahrscheinlich schon vor 2 Jahren Probleme bekommen. Und ich bin auch seit Ende 2018, bin ich auch in Pension. Das heißt, ich habe auch keine Arbeitskollegen und Kolleginnen mehr. Ich lebe wirklich allein und seit Corona überhaupt. Und von daher muss diese Generatorkraft, die ich habe und die auch anspringt, und ich spüre das auch, dass die anspringt. Und ich hatte die auch schon vor der Kenntnis von Human Design gespürt. Das heißt, ich hatte schon immer diesen Generator, der ist schon immer angesprungen, nur ich habe nicht drauf gehört, nicht immer. Und von daher jetzt auch, ich bin auch oben ohne, das heißt, ohne vom Kopf und vom Aschner her offen. Und seit ich jetzt wirklich hinterfrage, ob die Gedanken, die in meinen Kopf schwirren, wirklich meine sind. Und fallweise dann sage, okay, Papa, und falls nicht, aber ihr seid nicht meine, ihr dürft vorüberziehen, ist mein Leben leichter. Und
die Summe dessen, wie ich mich mit dem klassischen Human Design Part fühle und mit diesen beiden anderen, alleine von der Generatorkraft, der passt bei mir überhaupt nicht. Und eben in allen anderen wäre ich sakral offen. Und ich bin ganz sicher nicht sakral offen. Und jeder, der mich kennt und auch hier schon erlebt hat, wird wissen, ich bin nicht sakral offen. Von daher, ja. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Dabeisein. Du hast hier jetzt noch meine Kontaktdaten. Und das Schlusswort vom heutigen Video ist, ich bleib ganz sicher beim klassischen Human Design System, beziehungsweise bei meiner Abwandlung davon von 64 Keys. Weil alles andere ist für mich sowas von nicht stimmig. Und wenn ich auf meine innere Autorität höre, dann sagt die klipp und klar, klassisch tropical. Wenn du es anders siehst, wie gesagt, Genetik Matrix, kannst du dir alles anschauen, kannst du dir alles runterladen. Ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst und ein Abo für den Kanal und die Glocke einschaltest. Und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, baba, bis demnächst.